Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind auf der Rehbach und ich bin gerade dabei, mit dem Klaas hier die ersten Ballen einzusammeln, denn wir sind soweit mit dem Gras und dem Heu fertig auf dem Feld. Jetzt können wir uns voll und ganz hier darauf konzentrieren, dass wir die Strohballen eingesammelt bekommen, und das machen wir auch mit dem neuen Krone-Anhänger, den ich mittlerweile gekauft habe. Ich habe den alten Anhänger, den wir auf dem Hof hier im Startpaket hatten, habe ich verkauft, habe den noch repariert und lackiert, weil das bringt dann da noch mal ein paar Euro extra. Und hier habe ich den neuen Anhänger, den ich euch mal kurz zeigen möchte, falls ihr den noch nicht kennt. Hier, das Ganze ist der Krone, und das Besondere an dem ist, dass man den sobald sowohl umbauen kann für Paletten als auch für Ballen, als auch, und das zeige ich euch jetzt mal hier, zum Beispiel auch ganz normal als Kipper. Oder so, da ist er, glaube ich, da sind die beiden. Die gibt es einmal als Drehschemel und ganz normal hier als Anhänger, als Tandem-Anhänger. Und den kann man umbauen, entweder 1800 Kapazität für Zuckerrüben, für Kartoffeln. Dann hat man hier zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, eben die Ballenpaletten, die Auto-Load-Ballenpaletten. Und das ist das Besondere hier an dem Krone. Das zeige ich euch auch gleich, wie ich hier immer arbeite. Und dann haben wir auch noch für den Forst, für die Forstwirtschaft haben wir auch eine Möglichkeit, mit dem Gerät zu arbeiten. Das ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau unter den Anhängern. Und das Besondere ist halt, dass man hier mit dem Gerät arbeiten kann im Autoload, entweder im ausgewählten Arbeitsmodus, seht ihr links oben, Pro, oder es gibt auch einen Easy. Der Easy-Modus ist der klassische, den ihr bestimmt auch kennt, dass man einfach an den Ballen fährt und dann wird der automatisch aufgeladen. Das ist aber im Pro-Modus nicht so. Da muss man dann schon mit dem Ballen auf die Ladefläche bzw. den Ballen auf der Ladefläche ablegen, aber dann wird er halt ordentlich gestapelt, und das ist immer so der Kompromiss, den ich hier auf der Placey eben eingehe, wenn ich mit den Ballen hier arbeite. Wir nehmen uns eben einen Frontlader, oder am liebsten ist mir eigentlich immer ein Teleskoplader. Und dann tun wir die Ballen auf jeden Fall zum Anhänger bringen. Aber natürlich das Kleingepfriemel, die Ballen dann auch ordentlich auf die Fläche zu bekommen, ich glaube, ihr werdet verstehen, das erspare ich mir dann doch hier. Aber so bin ich, wie gesagt, habe ich einen kleinen Kompromiss. Wir haben ein bisschen Arbeit, wobei, wenn ich das Feld hier sehe, noch was hier noch alles an Stroh liegt, ein bisschen Arbeit ist hier klar und deutlich untertrieben. So, wir schmeißen das Ganze an und machen noch Ballen. Deswegen denke ich, das ist ganz okay, dass wir das so machen, dass wir uns da ein kleines bisschen beim Sortieren der Ballen auf der Ladefläche helfen lassen. Ja, wie gesagt, mit Gras und Heu bin ich soweit durch. Die Grasflächen sind abgeerntet, die sind soweit erledigt. Und wir werden dann jetzt auch demnächst die Bodenproben kaufen, um dann zu sehen, wo wir stehen. Aber ich glaube es mir, ich kann es mir denken, wir werden natürlich düngen und kalken, pflügen und jede Menge noch Arbeit haben. Aber wie gesagt, dann halt eben, wie es so schön heißt, in den ruhigeren Monaten, soll heißen, wenn die Ernte rum ist, dann werden wir uns Oktober, November dann um die Felder kümmern. Jetzt schauen wir, dass wir hier alles soweit einfahren, damit wir ready sind für den Winter. Denn ich habe mittlerweile auch noch mal 10 Kühe dazu gekauft, damit wir die Milchproduktion gleich mal hier ankurbeln und dadurch auch Einnahmen generieren können für den Winter. Und die Tierchen müssen natürlich versorgt werden. Heißt also, wir brauchen genügend Futter. Und das werden wir hier entsprechend jetzt einsammeln. Wobei Stroh natürlich, hier geht es eher um auch den Einstreu oder das Beigemisch für die Futtermischration. Und deswegen ist das jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber es muss runter vom Feld. Aber zuvor muss es mal gepresst werden. Ein Teil habe ich schon wieder mit dem Ladewagen, deswegen steht er auch da hinten rum, ins Silo gebracht, damit wir auf jeden Fall ohne größeren Act, und das finde ich einfach auch gut hier an dem Hof, jedenfalls für mich, ich mag das, wenn man ein Fermentersilo hat, eben wie hier ein Produktionssilo, um aus Gras, Heu oder Stroh eben zum Beispiel Silage zu produzieren. Aber vor allen Dingen können wir dort das Material eben auch gut lagern und relativ schnell in den Silo King Futtermischer dann auch überladen. Also deutlich schneller als mit Ballen. Aber wir machen auf jeden Fall die Ballen.
Denn, ich habe es gerade nochmal angetestet mit zwei Ballen, zum Einwerfen, also ich habe da noch keine Möglichkeit gefunden, wie man da jetzt lose Stroh einwirft, aber soll nicht weiter schlimm sein. Wir haben ja am Hof ein Ballenlager, das ist auch herzallerliebst vom guten Kalle und so sind wir dann auch gewappnet und können auch gut arbeiten und dann können wir die Ballen nämlich auch relativ zügig einlagern, nicht à la Yogi mit Liftsystem und im Heuboden. Ja, was dann doch wieder ins Richtige in Richtung Micromanagement geht. Hier machen wir es einfach klassisch mit einem ja, Ballenlager, was uns automatisch die Ballen eben einlagert, wenn man mit dem Hänger drüber fahren. So, wie viele Ballen haben wir denn jetzt hier auf dem Feld? 3, 4. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel von diesen kleinen Ballen auf den Hänger passen, aber schon einige. Ja, die Rehbare. Ich habe mich richtig gefreut, als dieses Update kam. Ein bisschen überraschend, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Fand ich cool, also dass der Kalle hier noch ein bisschen was gemacht hat. Ich bin der Meinung, es müsste noch eine norddeutsche Map von ihm kommen. Denn so ist es auf der Kallebach, nämlich gibt es ein Schild, da gibt es an der Wand ein Schild. Und ich bin mir auch sicher, dass er auch hier auf der Map wieder irgendwo was versteckt hat. Man muss es nur suchen. Da werde ich mich auch demnächst mal auf die Suche begeben. Aber auf der Kallebach, da hat er eben ein Schild angebracht an der Mauer. Und dort waren alle Maps, die er da veröffentlicht hat für den LS22 aufgelistet. Und die Kallebach war die vorletzte Map. Er hat dann wohl noch eine in der Pipeline. Ich bin mal gespannt. Deswegen fand ich das interessant, dass hier jetzt noch ein Update kam. Nicht nur von jetzt der Rehbach, sondern auch von der St. Kalle gibt es ja ein Update. Und ich habe mich aber gleich spontan hier für die Rehbach entschieden, weil die Rehbach ist einfach für mich so ein Klassiker und eben mit einer der schönsten Maps, die ich aber leider noch nie gespielt habe. Ich glaube, ich habe sie nur einmal kurz angetestet und deswegen freue ich mich umso sehr, dass auch hier, ja, das schon ein etwas umfangreicheres Update ist, nämlich mit den neuen Höfen, die dort gebaut sind und vor allen Dingen auch unser Hof, an dem wir jetzt arbeiten. Und das einzig komische, interessante oder mysteriöse, so will ich es mal formulieren, ist, dass sowohl in der Beschreibung als auch am Hofschild ja steht Milch und Eier, aber auch der Paddy hat die Hühner noch nicht gefunden, die da auf dem Hof sein sollen. Also, wenn da irgendeiner eine Idee hat oder eine Ahnung, bitte gerne in die Kommentare. Ich bin auf eure Infos, auf euren Input gespannt, wo wir denn auf dem Hof die Hühner finden. So. Ja, dann machen wir noch wie viel? 2, 4, 6... 10. Ich bin am Überlegen. Wir könnten schon mal die mal einpacken. So, nee, den Motor müssen wir natürlich nicht ausschalten. So, wir könnten die schon mal einpacken und mal schauen. Na? So, also wie gesagt, ich bin ein Freund des Teleskopladers. Schon allein deswegen, weil wir dann eine Allradlenkung haben. Also mit dem Frontlader ist das auch machbar, aber das werde ich mir auch nur am Anfang antun. Jetzt schauen wir mal, ob irgendwann ein gutes Angebot kommt. Am liebsten ist mir natürlich immer ein Manitou und dann sollte es auch nicht der kleinste sein. Da kommt man natürlich auch deutlich besser auf dem Hof um die Ecken herum, weil ich habe das schon gemerkt, also ist es doch die eine oder andere Ecke ist ein kleines bisschen verwinkelt. So, was zeigt er denn an, wie viel wir jetzt drin haben? Haben wir schon mehr als 50? 42, also denke ich, 14 müssten drauf passen, oder? Ja, dann müssten es wohl 14 sein. Ja, man könnte mal ein bisschen näher ran hier. So, also mit dem Strohfeld oder mit dem Feld hier, mit dem Weizenfeld, da haben wir auf jeden Fall noch genügend zu tun. Das sind halt alles so Jobs, die man wunderbar mit Sicherheit in einem Multiplayer machen kann. Na, der eine könnte jetzt hier schön Ballen fahren, beziehungsweise pressen. So, komm schon, komm schon.
Na, was ist los? Sodele, jetzt aber, ne? Hat er sich aber ein bisschen geziert. Ja, aus der Innenansicht ist natürlich immer so eine Sache, ne? Also hier auf der Playsee, ich habe immer den größten Respekt, wenn ich ja den Yogi sehe oder den Agrarplay. Wenn die hier dann alle mal versuchen, das möglichst realistisch abzubilden. Allergrößten Respekt. Also ich tue mich da absolut schwer aus der Innenansicht. Und wenn der Yogi dann auch noch mit seiner Ballengabel, beziehungsweise ja mit der Ballengabel unterwegs ist und dann jeden Ballen einzeln auf die Ladefläche hieft und dann auch schön hin und her positioniert. Also Respekt, Respekt, wer es selber macht. So, ich mache es lieber so. Ein bisschen Arbeit dürfen wir uns machen, aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben, nicht wahr? So, dann hauen wir die auch noch da oben drauf. Jetzt weiß ich nicht, wie war denn das? Ich glaube, die sind ohne Kollision, genau, damit man sie ablegen kann. Okay. Da hinten haben wir jetzt noch einen Ballen, aber wir können ja mal spaßeshalber die jetzt ins Ballenlager bringen. So, das heißt, auf Transportstellung. Und dann können wir hier mal losfahren. Okay. Ja, gut. Augenblick. Spanngurte. Ja, okay, man sieht sie nur unten, aber nicht um die Ballen herum. So, dann werden wir mal versuchen, mit dem Favorit zum Ballenlager zu kommen. Das sollte eigentlich jetzt kein großes Problem sein. Über den Trigger fahren, Ballen abladen, dann müsste er die schön sauber aufsortieren. Wenn ich das richtig sehe, ist das hier. Augenblick, lass mich mal kurz gucken. Also hier haben wir die Molkerei, natürlich auch in unmittelbarer Nähe hervorragend. Und hier haben wir wohl den Tierhändler, ne? Jo, das ist der Tierhändler. Der Viehhandel. Ah, okay. So. Dann fahren wir mal kurz bei den Kollegen über den Hof. Ich denke, das ist okay. Wir sind ja schließlich auch Kunde. Wir haben ja wieder 10 Tierchen gekauft. Und demnächst sind wir ja auch Lieferant und werden Milch hierher bringen. So, mit dem Kaufen von Produktionen werden wir uns erstmal lange, lange, lange zurückhalten. Ich denke, wir werden hier ganz normal Material, Früchte, Erdfrüchte, Milch und ähnliches herbringen. Aber nicht veredeln. So, jetzt schauen wir mal, ob das hier passt. So, hier müssten wir es eigentlich abladen. Das heißt, Ballen entladen 1, an dieser Stelle entladen und schwuppdiwupp sind sie weg und sind im Lager. Hervorragend. Abladen beenden und wieder zurückfahren. Und ich habe mir übrigens mittlerweile gedacht, weil ich merke ja schon, obwohl der Hof ja eigentlich ausreichend dimensioniert ist, werden wir aber mit Sicherheit zukünftig noch das eine oder andere Gerät kaufen. Und dann könnte es ja ein kleines bisschen eng werden. Und ich habe gesehen, dass wir, man kann es vielleicht mal ganz kurz gucken, weil ich habe ja auch schon mal gesagt, dass es hier auf der Karte ja jede Menge solcher Unterstände gibt. Und hier haben wir ja unsere große, große Wiese. Und da bietet es sich eventuell an, hier in den Unterstand tatsächlich dann unsere Grasbearbeitung, also den Schwader und das Mähwerk und eventuell eben dann auch den Wender dort reinzupacken. Dann haben wir praktisch alles zur Grasbearbeitung dort in der Halle drin. Und dann wissen wir es, wo es ist, wenn wir es brauchen. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze hier noch entwickelt. Übrigens für alle, die das noch nicht wissen, auch so Kalle-typisch, das hier ist ein Bauplatz. Das heißt, hier kann man oder hier müsste man alles für 0 Euro verkaufen können. So, also wenn man hier auf Abreisen geht, dann müsste das doch... Ah, stopp mal. So. Oder wird es in Summe abgerissen?
Ach, ich glaube, wir müssen erstmal das Land kaufen, dann können wir abreisen, logischerweise. Aber das Ganze kann man dann hier, diesen Wertstoffhof kann man komplett abreißen und dann hat man hier Baugelände, zum Beispiel für Produktionen. Aber dazu muss man erst, glaube ich, das Land kaufen, dann kann man hier alles kostenlos oder für 0 Euro verkaufen. Und hat dann eben entsprechende Flächen, weil so viel ich gelesen habe, kann man die Höfe nicht abreißen, soll man nicht abreißen. Ich glaube nur den Haupthof, da besteht die Option, den zu entfernen, aber alle anderen Höfe geht nicht. Aber wenn man eben bauen will, gibt es 4 Bauplätze hier auf der Karte. Also ich denke, da wird man dann auch entsprechende Möglichkeiten und Optionen finden. So, dann lassen wir den erstmal hier stehen. Motor aus. Spurten in unseren, ich kann es mir nicht merken, den Arion. Ich bin immer so auf Axion versteift. So, falsch. Da müssen wir ran. Und da werden wir noch mal ein paar Ballen machen. Denke, kann ja nicht schaden, wenn wir gerade so schön im Flow sind. Und los geht's. Und an der Stelle natürlich immer der kurze Hinweis, falls ihr Lust habt, mal auch hier im Livestream dabei zu sein auf der Oberschwaben oder auf der Alteiche, die andere schöne Map vom Kalle, da seid ihr gerne herzlich eingeladen. Montag sind wir immer auf der Oberschwaben, die Map vom Yogi, die neueste Errungenschaft. Er bastelt ja schon wieder an der nächsten, ist ja im Test, nämlich die Galgenberg, ich sag mal 3.0. Ich weiß noch nicht, ob sie jetzt wirklich so heißen wird oder ob sie 2K24 heißen wird. Auf jeden Fall, da hat er dran gebastelt und auch einige Neuerungen und Veränderungen durchgeführt. Da gibt es dann nämlich, so wie auf der Oberschwaben, für uns Kälber bei der Tierhaltung. Also wenn ihr das mal sehen wollt, Kälber auf der Konsole, dann gerne mal reinschauen. Auf der Oberschwaben, montags 20.30 Uhr, wird live gestreamt für circa 2 Stunden. Und am Donnerstag streamen wir von der Alteiche, eben die andere Map vom Kalle. Auch wunderschön. Dort haben wir auch schon mittlerweile unsere Milchkühe. Da haben wir sowohl im Stall als auch auf der Weide unsere Tiere, haben Wiesen und sind kräftig am Produzieren. So. Basic-Maschinen und Geräte, aber die völlig okay sind. Also man muss schon sagen, hat den Hof sehr gut zusammengestellt. Jedenfalls meinem Gameplay kommt der Hof sehr, sehr nah. Finde ich hervorragend. So, wo haben wir denn noch? Nee, hier unten haben wir jetzt alles abgeerntet. Ja, dann machen wir hier oben weiter. Wobei, warte. Wir schauen noch mal rein, kurz in die Produktion hier, in die Produktionssilage, so heißt das Ganze. Also wir haben 70.000 Gras, wird zur Silage verarbeitet. Heu haben wir auch knapp 70.000, Stroh 39. Ja, wir werden auf jeden Fall noch einen Ladewagen da reinhauen, definitiv. Und ihr seht es hier bei den Tierchen, die 5 waren von Anfang an mit dabei, sind 15 Monate alt. Ich habe 12 Monate alte Tierchen noch dazu genommen. Und jetzt geht auch langsam die Milchproduktion an. Und Gesundheit 16% ist klar, jetzt wo wir ja auch Mischrationen drin haben, hervorragend. Jo, Gülle und Milch, Stroh, alles wird gemacht, läuft, was die Tierchen jedenfalls angeht. So, und dann fällt mir gerade ein, wir müssten eigentlich jetzt auch mal langsam die Bodenwerte kaufen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, wir schauen mal, Augenblick. So, beziehungsweise nicht die Bodenwerte, sondern die Bodenproben einkaufen. Ja, jetzt schauen wir mal, was das hier kostet. Bodeninformation kaufen, 2450. Ja, brauchen wir auf jeden Fall. So, dann haben wir, das hier ist unseres. Kaufen. Und dann haben wir noch, lass mich da, diese Wiese gehört uns noch. Auch kaufen. Und dann haben wir noch Feld 13. So, und dann haben wir, glaube ich, kaum noch Geld. Okay, aber nichtsdestoweniger. Das heißt, nein. So, das setzen wir mal alles zurück. Und
da wieder weg. Und dann schauen wir mal, sind wir genau auf Null, was die Verkaufspreise angeht. Die Umweltbewertung 50. Und das beeinflusst dann die Verkaufspreise nicht. Da wird sich also nichts ändern, bis wir im nächsten Jahr sind und die nächste Ernte runtergeruppelt haben. So, 48, 42, 48. Und da oben ist halt der etwas größere Wert. Wenn wir da aber abernten, werden wir auch unter 50 fallen. Und dann mache ich mir Sorgen, weil dann kriegen wir sogar Negativwerte und müssen sogar noch Strafe bezahlen. Ei, 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 ei. Da, das war vielleicht doch nicht ganz so clever. Da hätten wir vielleicht mit den Bodenproben noch ein bisschen warten sollen. Ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir dieses Jahr noch kalken, pflügen und kalken, dann könnte das noch was bringen. So. Sehr schön. Also auch hier einen Ballen wieder raus. Und mit dem Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir schon wieder 20 Minuten erreicht haben in der Folge. Ach, die Rehbach, die ist halt einfach wunderschön. Da macht das Zocken richtig Spaß. Und das Arbeiten, das wunderschöne Entschleunigen im LS22. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Das soll es für die Folge gewesen sein. Aber es geht natürlich bald wieder weiter mit weiteren Folgen hier auf der Rehbach. Und ansonsten freue ich mich auf euch in den Livestreams von der Alteiche oder eben der Oberschwaben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.